Das Jahr 2024, das startet echt traurig, ne? Mach's gut, Franz. Mach's einfach eine Legende. Und lieber FC Bayern München, ey, benennt jetzt bitte nicht das Stadion einmalig um in Ali-Franz-Arena. Das Einzige, was der Kaiser verdient hat, ist das Franz-Beckenbauer-Stadion. Stefan, dein Vorsatz für 2024, ne, den sehe ich gerade. Mehr Fußball gucken als spielen. Ach, endlich geht die Bundesliga wieder los. Ne? Das langt jetzt aber auch mit Restefressen und Mini-Speerwurf-WM hier. Darts. 100. Ja. Wobei, wir machen jetzt statt Aufwärmen auch immer Darts bei uns in der Kabine. Weil da müssen sich die Jungs mehr bücken. Wir werfen ja nur daneben, ne? Da auf der Scheibe. Hermann, willst du eigentlich Skispringer werden? Ja? Du siehst nämlich so ein bisschen aus, als hättest du eine Heliumflasche genuckelt. Skispringen ist ja auch wie Kreisliga-Fußball, ne? Geht ständig nur bergab. Ab und zu kommt mal einer auf dem Sprung vorbei. Protagonisten sind ziemlich abgehoben, ne? Nur aus 4 Chancen, ja, mach ich keine Tournee. Christian, du brauchst auch keine neuen Vorsätze für 2024, ne? Weil die Alten sind wie du, ne? Noch jungfräulich. Ja, und in der Bundesliga stellen sich alle die Frage, schafft Bayer 04 Leverkusen jetzt endlich mal die Meisterschaft? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare, bin ich sehr gespannt, ne? Vizekusen. Boniface jetzt ganz lange verletzt, gute Besserung, aber im Bayersturm ist trotzdem alles schick. Stefan, guck doch nicht so doof. Eine Gesichtskirmes ist doch kein Fahrgeschäft. Ja, und beim BVB, da wird jetzt schön zurückgerudert. Ne? Ein alter Bekannter kommt wieder auf den BVB-Kutter. Der Sancho ist zurück von Manchester United. Ja sicher, die sind aktuell 8. in England. Tendenz abwärts, da kann sich der BVB ganz gut dran orientieren. Ne? Gibt ja schon die Fußball-Doku Welcome to Wrexham. Ich mache jetzt auch eine, die heißt Mach's gut, Manchester. Ja sicher, Manchester United. Mit Schalke 04 von England. Ja. Apropos England, bei RB Leipzig haben sie jetzt das Kinder-Pixie-Buch aus dem RB-Fanshop genommen. Werner will weg. Weil jetzt ist er weg, ausgeliehen an Tottenham, ehemaliger Kane-Club. Erfolgreich ohne Ende. Ich glaube, ich hätte den Timo Werner zum Tottenham-Abschied eine CD geschenkt. Ne? Da stehen jedenfalls so ein paar Titel drauf. Ja, Mann! Was frisst du denn schon wieder Pommes im Tor? Ach, weil die Mandarine dir ins Gesicht gespritzt hat? Ja, bei der Eintracht, da greift der Krösche aber richtig in die 20 Millionen Euro werden da rausgehauen für 2 neue Stürmer. Ne? 20 Millionen Euro oder wie es jetzt eigentlich heißt, 2x Wiener Schnitzel mit Pommes aktuell im Restaurant. Ja. Andi, weißt du, wie man sich bei Frost anzieht? Möglichst schnell! Ja, und beim 1. FC Köln haben die Winterzugänge richtig... Ah nee, da war ja was. Schuld ist immerhin der neue Trainer. Ich finde ja, der 1. FC Köln holt als Co-Trainer jetzt noch Holger Stanislawski. Vorteil ist, beide Trainer können nach dem Training sich noch bei Rewe an der Kasse setzen. Hey Schiri, was sind deine Vorsätze für... Brauche ich gar nicht fragen, ey. Der trägt das Ganze ja nur schwarz. Patrick, ich schenke dir einen Kurs, ne? Im Fitnessstudio. Ein Tageskurs mit 4 Selfies. Ich habe mir vorgenommen, fürs neue Jahr mehr zu lachen. Ja, was? Ich üb halt noch. Hab ja noch Zeit, ey. Erste Länderspiel ist erst im März. Dann gegen Frankreich. Da gibt es umso mehr zu lachen. Ne? Da sitzt nämlich nicht mehr Rudi Völler auf der Bank. Und der Deschamps lässt ihn gewinnen, weil er den Mbappé nicht einwechselt. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat sich als Vorsatz für 2024 einfach einen neuen Gürtel gekauft mit mehr Löchern. Ja, bei der Eintracht, da greift der Krosch. Da kroscht der. Mehr Outtakes als Folge. Ach, endlich geht die Bundesliga. Was machen wir nochmal? Fußball Bundesliga. Hm? Christian, du brauchst auch keine neue Vorsätze. Ja. Hey Schiri, was hast du denn für neue Vorsätze? Einige Protagonisten sind ziemlich abgehoben. Ja? Geht ständig nur bergab. Ja, beim 1. FC Köln. Oh. Nein. Oh Gott, das ist für die Outs ist es wunderbar. Hier, Prost. Das ist schon wieder rausgegangen. Salzburg, genau, Red Bull. Nochmal.
Hey, heute echt, weißt du, Salzburg, genau. Wie kennen wir die alte Bundesliga, seit Jahren mit dabei. Ich hätte ja dem Werner zum Abschied einfach ein... Jetzt geht die Welt unter, Achtung. Jetzt landet gleich Timo Werner und nimmt mich einfach mit nach Tottenham.